ist alles normal. Ist alles normal. Gise, du hast deine Mütze verkehrt rum. Achso, da ist das Gebetsraum heute hier. Junge. Oh, Montag. Muss das sein? Hallo Borkheide, hallo Welt. Da sind wir wieder, der liebe Matthias. Ach, guten Tag. Der Herr Behnke, der Herr Lutz Behnke. Ja, wir sind heute etwas förmlich. Hast du gar keinen Schlips umnehmen? Nein, wir nehmen zurück. Also Matze und Lutze. Da sind wir wieder, haben mal geguckt, was wir so zum Ansagen finden. Ihr merkt und an einem langen Vorspann, dass wir wieder nichts zu sagen haben. Das stimmt ja nicht. Wir haben das Erste und zwar einen ganz, ganz, ganz lieben, herzlichen Glückwunsch an alle Frauen hier auf der Welt. Wir lieben euch alle, glaube ich, fast alle. Das rede ich nicht. Im Kopf und Kragen? Kopf und Ach, meine Frau liebt ja auch. Ja. Trinkt ordentlich Sekt und wenn ihr nicht weiterkommt, ihr wisst ja, wo ihr uns erreichen könnt. Die Samariter vom Dienst. Wir helfen euch dann mit dem Zeug. Kommen also weiter. Persönlich. Hallo, meine Frau, meine Liebe, auch nochmal alles Gute zum Frauen. Ja. Und es tut mir auch leid, dass ich jetzt schon wieder weg bin hier, aber der ist schuld. Der hat lange Haare, deswegen kommt der immer zu mir. Jo, der Gruß der Woche. Wir haben heute wieder einen Gruß der Woche, einen Gruß der Woche und der kommt diesmal vom Norman. Norman, das ist jetzt dein Part. Hallöchen, liebe Leute, hier ist der Norm. Ich grüße recht herzlich zum einen das Borkheide News Team und zum anderen freue ich mich schon auf nächste Woche natürlich, dass wir mit den Jungs der E-Jung wieder trainieren können. Schönes Wochenende. Da gucken wir da, was ja, macht siehste, der FDL vom Fliegerheim? Da freuen wir uns nämlich, dass wir hoffentlich bald wieder auf dem Sportplatz fleißig flitzende Menschen finden. Wir grüßen auch noch die Geburtstagskinder der letzten Woche. So. Sehr schön, vielen Dank, genau. Stefan. Und die der kommenden. die IL-18, da wollten doch tatsächlich welche irgendwie nach Mallorca oder so fliegen, glaube ich, oder? Jemand dachte, es ist ein Chartering-Termin für den Abflug in den Süden. Aber nein. Liebe Einbrecher, sagt man das so? Nee. Ja, nee. Böse Einbrecher haben versucht, in den Flieger einzusteigen, sind auch reingekommen, haben zum Glück keinen Vandalismus betrieben. Keine Ahnung, was sie gesucht haben, weil Geld und Wertsachen sind da nun mal einfach nicht drin. Es ist ein Museum und es ist Winterpause. Alles, was dort ist, ist ein Museum. Und wenn ihr das Ding besichtigen wollt, ihr könnt unter der Internetadresse gerade-museum.de, ich nutze, wird das vielleicht nochmal einblenden, könnt ihr euch auch an den Vorstand des Hans Grade Vereins wenden und bekommt auch einen eigenen Termin, auch mal für eine separate Besichtigung. Also bitte nicht mehr des Nachts einbrechen, sondern vorher anrufen. War das jetzt richtig so? Das war richtig so. Gut. Gut. So, und weil es ja nicht nur böse Sachen gibt, es gibt auch schöne Sachen, wie man hier zum Beispiel sehen kann. Hier wurde der Stromverteiler, ist das Stromverteiler, nennt sich das, war der Edis hier, verschönert. Das ja, nennt sich richtig. Das heißt übrigens Trafostation. Trafostation? Ja. Ist das nicht was anderes? Ist das nur eine Trafostation? Die verteilt auch den Strom wieder raus, aber dort wird aus der Mittelspannung Niederspannung gemacht. Ja, okay. Und dann haben wir ja gesehen, also die haben hier richtig schön sich Mühe gegeben, das schön zu machen. Ich hoffe ja, das bleibt so und da schmiert kein anderer drauf rum, der meint, dass es ihm auch gefallen könnte, wenn er sowas kann. Aber richtig schick geworden. Ne? Man sieht auch noch die ganzen Flaschen, die Spraydosen. Ach, das ist ja auch das Eichhörnchen, das von uns, das hat ja ein Modell gestanden, glaube ja, ich. Das Eichhörnchen bei uns. Und motivwunsch.de, der junge Mann, der hat übrigens auch hier bei uns im Jugendclub vorne das Häuschen angemalt. Derselbige war das. Ich habe mich nämlich mit dem unterhalten, der das hier gemacht hat. Im Auftrag natürlich der Edis ist das, ne? Genau. Edis, genau. Steht das hier drauf? Ja, genau. Edis, Stromnetze für die Region. Jo. Also können wir mal demnächst, sag ich mal Bescheid, schenke ich dir mal zu Weihnachten und lass einfach dein Haus mal anpinseln. Genau. So. Und weil wir jetzt bei dem Schönen waren, kommen wir wieder zum Matze. Vandalismus. Vandalismus. Tja, Vandalismus. Wir haben mal ein bisschen in der Historie gegraben. Mhm. Vandalismus hat es auch schon 1914 in Borg gegeben. Das ist ja der ursprüngliche Name von Borkheide. Genau. Im März wurde die gerade Straße am Bahnhof Borg mit Blumen bepflanzt. Mit Bäumen, Mensch. Mit Bäumen. Ja, ach, Bäumen. Ich fange auch mit B an. Und warte mal. Bäumen.
In der auf den Pflanztag folgenden Nacht wurden 4 Bäume herausgerissen, zerbrochen und in den Wald geworfen. Die Täter wurden leider nicht ermittelt. 1914. Und ich glaube, die leben immer noch, weil die haben sich jetzt, kümmern sich jetzt nicht mehr um die Bäume in der Geradestraße, weil die Geradestraße finden sie nicht mehr. Gibt es die denn noch? Nee, ne? Keine Ahnung, wenn, werden sie wahrscheinlich mit dem Rollator rumrennen. Ja, aber jetzt sind sie aktiv immer bei der AG Grün, wie man bei uns auch auf der Facebook-Seite lesen konnte. Da hat ja der Bürgermeister mal seinen Kommentar dazu abgegeben, weil das, was die AG Grün da immer pflanzt, offensichtlich öfters mal geschändet wird. Ja, man sieht also, es gab schon 1914 sowas und es zieht sich durch bis heute. Und ich denke mal, das wird man höchstwahrscheinlich nie im Leben, solange wie Menschen leben, aus den Köpfen der Menschen rauskriegen. Oder man muss die Pflanzen in Käfighaltung unterbringen. Du meinst, es hilft? Und mit Starkstrom dran? Aus der Traumstation. Ja, also Leute, lasst doch einfach die Grünpflanzen zufrieden und die Bäume. Und dann ist doch schon alles gut. Ich weiß, es ist schwierig, wenn es juckt, ja, und man so seine Kraft verbreiten muss. Aber man sieht, interessanterweise zieht sich das durch die Geschichte von Borkheide durch. Hast du jetzt übrigens neue Blümchen im Vorgarten? Bäume. Ach so. 4 neue ich dachte, Bäume. Ich hätte da neue Nein, Blumen das waren Bäume. Dir. Doch, ich habe tatsächlich, Ines hat welche gepflanzt. Wieso erzählst du es jetzt? Kommen die Vandalen nachher zu mir? Gut. Ich weiß, wo du die Blumen hast. So. Und weil jetzt der Frühling kommt und die Inzidenz jetzt schon bei 36 landete, was ich kurz gesehen habe heute, jawohl. Sieht so aus, dass wir wohl eventuell bald mit der glücklichen Eröffnung vom Restaurant, von Außenrestaurants im Fliegerheim zu rechnen haben, weshalb das Hotel Fliegerheim auch auf der Personalsuche ist, nicht Matze? Ja, und da sind wir. Wir suchen dich, schreiben sie, jetzt bewerben. Wir uns suchen die auch, ja, aber wir müssen hinter den Tresen. Und sie suchen Unterstützung fürs Team, egal ob Schüler, Student, Aushilfe oder Quereinsteiger. Jeder ist bei Ihnen herzlich willkommen. Ruft uns einfach an oder schreibt uns eine Mail. 60400 in Borkheide oder info@fliegerheim.de. Genau. Ich glaube, die suchen auch einen Verantwortlichen für den Bierkeller. Der Posten ist damit vergeben. Und ich werde Tresenkraft. Am Zapf fahren, aber dann gibt es eben für die restlichen Leute nur draußen Flaschenbier, weil der Zapfhahn ist ja besetzt durch mich. Dann bleibt für mich das Zapfhuhn übrig. Und wir könnten natürlich auch uns um den Weinkeller ein bisschen kümmern, ja. Ist das wird, bestimmt schon alt, das Zeug. Das wird schon wieder anstrengend für uns, ob wir so viel zeitgleich bewerkstelligen können. Gut, so. Und schon haben wir uns hier durchgesammelt durch die heutige Sendung. Jetzt fehlt nur noch, dass Matze uns den Frühling... Ach so, übrigens, es war am 1. März, war Frühlingsanfang gewesen. Das haben wir letzten Montag glatt verschwitzt. Das und zwar meteorologischer oder kalendarischer? Kalendarischer. Nee, meteorologischer war am Mitte 20. Genau, war nämlich schon Frühlingsanfang. Und deswegen muss Matze, als er jetzt verpflichtet, uns schön, für uns hier schönes Wetter zu organisieren. Kommt, wegen der Bewerbungsvideo nochmal hier Jingle. Und jetzt, Matze, du. Brav heißt es, danke. Ja, hat geschneit am Samstag, hast du gesehen? Ja, hab ich gesehen. So richtige Schneeflocken letzten Samstag. Und es ist ja derzeit auch nicht so schön warm, es ist unangenehm kalt. Der Februar hatte ja schon einige schönere Tage gehabt. Aber wir werden die nächsten Tage bis Mittwoch noch mit diesen 5 Grad und so wahrscheinlich auch noch ein bisschen kälterer Luft klarkommen müssen. Die Sonne scheint jedoch noch. Und ab Donnerstag gibt es dann auch bis zu 6 Liter den Quadratmeter nochmal kurz eine Regenfront. Das kommt sogar hier an. Und dadurch steigen dann auch die Temperaturen wieder bis 9 und 10 Grad, aber immer noch kein schönes Grillwetter. Und Richtung Wochenende kann es auch noch ein paar Tropfen regnen. Dann sind die Sonnenstunden auch etwas eingeschränkt. Nachttemperaturen Anfang der Woche noch bis zu minus 5 Grad bis zum Mittwoch und danach wieder über 0 Grad auch nachts. Ach, sag Glück, dass ich dir das Bild wieder eingebaut habe. Wolltest du jetzt alles nicht so hören, denke ich mal. Nee, ich wollte eigentlich Frühling machen. Wir haben aber wettertechnisch hast du alles dabei. Du hast Schnee dabei, du hast Sonne dabei, du kriegst Regen für den Garten. Wir hatten im April schönes Wetter. Im April ist noch gar nicht April. Ich meine, im Februar wollte ich sagen. So. Okay, das war's. Matze, fällt dir noch was ein? Nee, du bist doch, glaube ich, durch jetzt. Ich bin durch, oder? Alles durcheinander. Ich bin durch, ja. Gut.
Okay. Es ist Montag. Dann, wir sehen uns wieder am nächsten Montag. Fröhlichen Lockdown. Immer hier vor der Kamera. Matze. So, ich. Ja, ich ja. Und er. Und Lutze. Tschüss. Bleibt gesund. Tschüss.